Willkommen zu den Hottest News um 20 Uhr irgendwas. 6 Wochen lang hat Mülli Müller die Bühne gerockt, um auf seine Mission Save the Planet aufmerksam zu machen. Jetzt schalten wir live nach Köln, wo sich Mülli Müller gerade für seine letzte große Protestaktion in Stellung bringt. Abgerissen. Wenigstens mal eine Sache, die gut riecht an dir. Aber du machst das alles weg durch ein perfektes Performing. So gut, so gut. Crazy. Crazy. Ich sehe nur ein Fragezeichen. Es macht mich verrückt. So verrückt. Weil ich meine, behaupten zu können, dass ich zumindest bei denen, die singen, gut singen oder das professionell machen oder so, raus, dass ich die relativ schnell zueinander bringe, so anhand der Stimmen und anhand der Art zu singen. Hier habe ich keine Ahnung. Wahnsinn. Ich schwanke die ganze Zeit. Du hast mich gerade auf eine Fährte geführt und die gefällt mir. Danke. Daniel Donskoy. Und den kenne ich nicht gut genug als Sänger, um zu sagen, ob er das sein könnte. Aber ich habe irgendwie bei dem, was ich gelesen habe über ihn, was er schon alles gemacht hat, krasse Musical-Ausbildung in London, Schauspielschule Strasbourg und so weiter und so fort. Jetzt meine ich gerade rausgehört zu haben, dass da doch ein Dialekt dahinter steckt, wenn er spricht. Und das ist auch, Daniel ist eher Berlin. Der spricht so ein bisschen Berliner. Und der ist ein bisschen Berliner. Und das war es nicht, aber er ist natürlich Schauspieler. Kann natürlich auch so tun, als würde er aus München kommen, wenn er spricht. Also insofern bin ich jetzt gerade komplett
Ahnungslos. Also ich hab... klingt auch so ein bisschen bayerisch, ne? Es war ja so ein bisschen ein bayerischer Akzent zu hören. Die Blumen und jetzt bin ich aber fertig und jetzt habe ich keine Lust mehr. Wobei das mit den News, das würde natürlich zu Freitagnacht Juice passen, wofür er den Fernsehpreis bekommen hat, was wiederum zum Indiz vorhin passt. Aber ich vermisse die Sucuk bei Daniel Donskoy. Zuchuk. Und wenn es Daniel wäre, dann würde er jetzt lachen. Bei Sucuk, ja, nee, zu spät, zu spät. Und die Trucks, die wir vorhin gesehen haben im Hintergrund beim Song, die waren ja gelb-schwarz. Und Alex Klavs ist ja großer BVB-Fan. Richtig. Ah. Das ist wohl wahr. Damit das Klavs. Also ich hab von unserer Franzi Knoppe hat mich gerade geschrieben, sie sitzt mit Bettina Zimmermann zusammen, schaut zu natürlich und sagt halt zu 100% ist es Daniel. Und ich habe einfach das Problem, so wie Sascha, eigentlich jemand, der so gut singt, müssen wir kennen, aber ich kenne Daniels Stimme nicht so gut. Also das ist schwer. Jetzt kennst du sie. Ich habe sie dir dreimal vorgespielt. Ja, hast. Ja. Hör mir doch einmal. Also ich habe es auch gehört und es ist also ich finde es mehr als möglich. Daniel der kann das dann. Der kann das dann auch. Der kann dann auch Rock und Rap und so bei der Historie ja, der und so. Rappt das ist auch. Ja, das ist krass. Schießt ihr euch sehr drauf ein? Ja, aber zwischen Alex Klavs und Daniel Donskoy, die sich ja sehr ähnlich sind, daher kann man die schon mal verwechseln. Absolut. Dürfen wir auch Vincent Weiss und Teddy auch dazu sagen? Ja. Einfach, ja. Hey, komm, natürlich. Rein damit. Ja, hau alles bei rein. Bei Teddy alles ist rein. Auch noch möglich. Absolut. Absolut. Vincent Weiss, Daniel Donskoy, Alexander Klavs, Teddy Tecklebrand. Und Frank-Walter Steinmeier nicht zu vergessen an dieser Stelle. Vielen lieben Dank, Mülli Müller. Du bist eine Rakete. Eine Rakete. Mülli Müller. Was denn? Rick Cavanian. Kann er so gut singen? Das weiß ich. Aha. Das schöner Piratenkoffer. Also Bulli singt ja ab auch. In die Glitsche. Das ist unser Finalduell gewesen. Resi Raupe oder Mülli Müller? Harte, schwierige Entscheidung.